Matthias Schmidt sitzt unschuldig in U-Haft. Er soll vor 3 Tagen seine Ehefrau Simone erschossen haben. Anwältin Eileen Minna will seine Unschuld beweisen und sucht nach Simones angeblichem Liebhaber. Er könnte der Mörder sein. Mithilfe eines Fotos will sie Eva Jeske, die Schwester der Toten, befragen. Ich wollte eigentlich mit der Nina sprechen. Ist sie denn zu Hause? Nein, die schläft. Ja, die ist zu Hause, aber die schläft. Na ja, gut, ich meine, die hat nach dem ganzen Stress, die kaum ein Auge zugemacht, ne? Jetzt, weil das mit ihrer Mutter passiert ist. Wäre schön, wenn sie es in Ruhe lassen. Ja gut, aber ich meine, vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen. Und zwar, ja, gern. Schauen Sie mal. Das ist jetzt das Foto, was der Polizei anonym zugespielt wurde. Mhm. Ich meine, vielleicht handelt es sich bei dem Mann ja um die Affäre, die Sie gestern auch ansprachen. Aha. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nein. Ich meine, er sieht auch sehr sportlich aus. Und deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, vielleicht hat Ihre Schwester den ja auch im Yoga-Studio kennengelernt. Nein. Also da kenne ich alle Trainer. Und der wäre mir bestimmt aufgefallen. Nee, der war da nicht bei. Vielleicht hat Mila ihn schon mal gesehen. Insofern würde ich Sie schon bitten, das Foto Mila mal zu zeigen. Ja, das mag ja sein. Ich werde ihr das Foto zeigen und werde ihr sagen, dass sie sich am besten direkt bei Ihnen dann meldet, wenn sie wach ist. Ne? Aber vergessen Sie das bitte nicht. Nein. Ja, und sie soll sich wirklich dann umgehend bei mir melden. Und wenn Sie Mila das Foto zeigen, bitte sagen Sie ihr nicht, dass es eventuell der Liebhaber gewesen ist. Nein, das versteht sich von selbst. Aber wenn Matthias dahinter gekommen ist, dass das die Affäre von Simone ist. Könnte es nicht sein, dass er Simone wegen dem Mann erschossen hat? Nee, also ich habe wirklich nicht den Eindruck, dass mein Mandant Kenntnis von diesem Mann hatte. Wirklich nicht. Aber wenn wir gerade von Herrn Schmidt sprechen, wenn Sie so lieb wären und einfach ein paar Sachen zusammenpacken könnten, also ich ein T-Shirt und eine Jogginghose, dass Sie ihm die vielleicht in der JVA vorbeibringen können? Ja, gar kein Problem. Ich habe sowieso gleich einen Termin bei ihm in der JVA. Ja, also wie gesagt, nur wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nein, ich wollte sowieso zu ihm und mit ihm noch wegen Mila sprechen. Aber das wäre natürlich auch eine gute Idee. Ich meine, wenn Sie jetzt warten, bis Mila aufgewacht ist, dass Sie dann vielleicht gemeinsam mit ihr in die JVA gehen. Also ich bin mir sicher, dass sich Herr Schmitz freuen würde, seine Tochter zu sehen, ganz ehrlich. Mal sehen. Na, also wenn sie wach ist, klar, dann frage ich sie, ob sie mit will. Auch wenn Frau Jeske der Ansicht ist, dass meine Mandantin den Mann auf dem Foto nicht im Yoga-Studio kennengelernt haben kann, so werde ich mir dennoch heute Abend mein eigenes Bild davon machen und werde das Yoga-Studio aufsuchen. Denn ich muss wirklich jeder Spur nachgehen. Nur so kann ich die Wahrheit finden. Eva bringt ihrem Schwager Matthias ein paar Sachen in die U-Haft. Die zwei wohnten bis zu Matthias' Inhaftierung für 5 Monate unter einem Dach. Da Eva arbeitslos ist, lebt sie dank ihrer Schwester mietfrei bei Familie Schmitz. Matthias war das immer ein Dorn im Auge, doch jetzt ist er froh, dass er Eva hat. Schön, dass du hier bist. Mensch, ich danke dir. Ich weiß, wir hatten nicht immer das beste Verhältnis, weißt du, aber dass du mich hier nicht hängen lässt, so. Meine Anwältin hat mir gesagt, dass du dich um Mila kümmern willst. Sicher. Mensch, das will ich dir nie vergessen. Ich danke dir so. Ja, ich hoffe, deine Dankbarkeit hält auch noch ein bisschen an. Ja? Wie meinst du jetzt? Ja, dass du mich nicht gleich auf die Straße setzt, wenn du hier wieder rauskommen solltest. Oh, komm, bitte, Eva. Wir haben doch jetzt wirklich andere Probleme als deine Wohnsituation. Naja, trotzdem. Also, ich hoffe, du denkst daran, dass ich mich die ganze Zeit auch wirklich um Mila kümmere, ne? Und eine Weile wirst du ja wohl noch bleiben. Wieso? Glaubst du, dass ich Simone erschossen habe? Ja, natürlich hast du Simone. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Bitte, erzähl doch nicht so einen Scheiß. Deine Schwester und ich, wir waren glücklich. Wir haben uns geliebt. Ja, genau. Das weißt du doch. Ja, genau. Sie hat mir das aber alles ein bisschen anders erzählt. Sie hat mir alles erzählt. Sie hat mir erzählt, ihr hattet die totale Krise. Eure Ehe war am Arsch. Ich sag dir mal eins. Wir hatten in unserer ganzen Ehe keine Krise. Die einzigen Probleme, die wir hatten, war, wenn es um dich ging. Ja, klar. Wir hatten nur Streit wegen dir. Mhm. Dann hast du wohl noch nicht das Foto von deiner Anwältin gesehen, oder? Das Foto? Hat sie es dir gezeigt? Nee, die war noch nicht hier. Welches Foto denn? Ja, von ihrem Liebhaber. Bin ich hier im falschen Film oder was? Was für ein Liebhaber? Simone hatte einen Liebhaber. Du bist dahinter gekommen, du warst eifersüchtig. Du hattest Angst, dass sie dich verlässt. Und dann hast du sie kaltblütig ermordet. Das ist doch Schwachsinn. Du bist doch verrückt. Weißt du was? Du bist so erbärmlich. Und ich habe das immer gewusst. Ich möchte jetzt gehen. Ich hätte doch gemerkt, wenn meine Frau eine Affäre gehabt hätte, oder? So sehr kann ich mich doch nicht in ihr getäuscht haben. Now if we're talking about it, you got a perfect one, so
Zur gleichen Zeit sucht Anwältin Eileen Minner das Yoga-Studio auf, in dem Simone regelmäßig Kurse besucht hat. Von der Inhaberin hofft sie zu erfahren, wer der Mann auf dem Foto ist und ob er Simones Liebhaber war. Ich bin auf der Suche nach diesem jungen Mann hier. Kennen Sie den vielleicht? Nee, den habe ich noch nie gesehen. Aber vielleicht trainiert er ja hier. Also das ist ja mein Studio. Ich kenne alle Mitglieder zumindest vom Sehen und der war noch nie hier. Und was ist, wenn er vielleicht eins Ihrer Mitglieder immer hierher bringt oder abholt? Wen meinen Sie denn? Ich spreche von der Frau Simone Schmitz. Die Simone? Mhm. Nee, die ist doch immer mit dem Fahrrad gekommen. Außerdem war ich schon ewig nicht mehr hier. Ach, wirklich? Ja, also mindestens schon 2-3 Monate. Ich habe mich selbst gewundert, weil eigentlich war sie regelmäßig in meinem Kurs. Mhm. Wollte schon mal anrufen und fragen, was da los ist. Sie zahlt ja immer noch jeden Monat ihren Beitrag. Ja, aber warum fragen Sie denn dann nicht einfach Ihre Schwester? Welche Schwester? Also so wie ich informiert bin, kommt sie regelmäßig mit ihrer Schwester, mit der Eva Jeske. Und ich glaube, die besuchen gemeinsam das Studio. Also die Simone war immer alleine hier. Sie war einmal mit ihrer Tochter da, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Okay, dann muss ich wohl falsch informiert sein. Was ist denn mit der Simone? Geht's ihr nicht gut? Ist irgendwas? Die Frau Schmitz ist leider vor ein paar Tagen verstorben. Was? Oh Gott, was ist denn da passiert? Wie kann das denn sein? Darüber kann ich jetzt im Moment leider nicht reden, aber dieser junge Mann hier, deswegen bin ich wirklich auf der Suche nach ihm. Also er kann uns hier wirklich weiterhelfen. Hm. Nee, also ich habe sie wirklich noch nie gesehen. Tut mir leid. Na gut, aber trotzdem ganz, ganz lieben Dank für Ihre Hilfe. Bitte. Danke. Tschüss. Das, was mir die Yogalehrerin eben erzählt hat, das stimmt mich sehr nachdenklich. Wo war Frau Schmitz in all den Stunden, in denen sie angeblich beim Yoga gewesen sein will? War sie da vielleicht bei ihrem Liebhaber? Aber ich meine, das erklärt noch lange nicht das Verhalten ihrer Schwester. Warum behauptet sie immer, gemeinsam mit ihr beim Yoga gewesen zu sein? Ich muss unbedingt herausfinden, was Frau Jeske zu verbergen hat. Am besten, ich fahre morgen früh gleich mal zu meinem Mandanten und hoffe einfach, dass er mir mehr Auskunft geben kann. I am looking for freedom. Matthias sitzt den dritten Tag in U-Haft für einen Mord, den er behauptet, nicht begangen zu haben. Die Ungewissheit, ob seine Frau ihn wirklich betrogen hat, zermürbt den 40-Jährigen. Anwältin Eileen Minner will genau diese Frage mit ihm klären. Es gibt Neuigkeiten, Herr Schmitz. Stimmt es, meine Frau hat eine Affäre? Woher wissen Sie das denn jetzt schon? Meine Schwägerin war gestern hier und meinte, Sie hätten ein Foto. Wir haben momentan tatsächlich die Vermutung, dass Ihre Frau eine Affäre hatte, und zwar mit diesem Mann. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich das Foto einfach auch nochmal anschauen und mir vielleicht sagen können, ob Sie diesen Mann kennen. Nee, den kenne ich nicht. Ich meine, vielleicht hatte sie ja tatsächlich keine Affäre mit dem Mann. Dennoch, wir müssen unbedingt herausfinden, um wen es sich hierbei handelt. Vielleicht möchte auch nur irgendjemand eine falsche Fährte legen. Dieser Mann könnte sie entlasten. Deswegen möchte ich Sie noch mal bitten zu überlegen, ob Sie ihn schon mal irgendwo gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau mit dem eine Affäre gehabt hat. Echt nicht. Und was soll ich von hier aus tun? Ich kenne ja nicht den Mann. Na gut, Herr Schmitz, vielleicht können Sie mir aber noch in einer anderen Sache weiterhelfen. Und zwar, ich habe mit Ihrer Schwägerin noch mal gesprochen und sie hat mir mitgeteilt, dass Ihre Frau des Öfteren mit Eva zum Yoga gegangen sei. Eva, meine Schwägerin. Und Yoga. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, das habe ich mittlerweile auch schon rausgefunden. Also, ja, Ihre Schwägerin hat mich da belogen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum hat sie mich belogen? Ich meine, was steckt denn dahinter? Warum behauptet sie sowas? Ich weiß nicht, ob sie ihn weiterhilft, aber als sie gestern hier war, irgendwie hat sich ziemlich merkwürdig benommen, finde ich. Ich kenne sie ja schon eine Zeit, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Das müssen Sie mir ein bisschen näher erklären. Ich meine, wie hat sie sich denn verhalten? Ja, wie hat sie sich verhalten? Sie hat mir ziemlich offensichtlich zu verstehen gegeben, dass sie mich für den Täter hält. Mhm. Und hat eine ziemliche Show abgezogen, auch vor dem JVA-Beamten dort, der auch heute da ist. Hat mir regelrecht einzureden versucht, dass ich Simone aus Eifersucht erschossen hätte. Wissen Sie was? Ich meine, wenn ich das alles so höre, dann ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn ich meinen Privatdetektiv mal einschalte. Ja, der soll sich einfach mal in dem Umfeld von Simone, also von ihrer Frau, und eben auch von ihrer Schwägerin umsehen. Und Herr Schmitz, ich hole Sie hier raus. Wir schaffen das, okay? Ich muss unbedingt mit meiner Schwägerin sprechen, aber von hier kann ich gar nichts tun. Scheiße, ich muss hier raus. Matthias weiß jetzt, dass seine Schwägerin ihm schaden will.
Aus Angst, unschuldig lebenslänglich hinter Gittern zu sitzen, hat der Familienvater seinen Ausbruch aus der JVA geplant. Dennis Matt soll ihm dabei helfen, denn er hat gute Kontakte zum Personal. Warte gleich, wenn er weg ist. Scheiße, Meister Kleff. Du willst doch hier raus, oder? Das heißt, ich muss raus. Ich muss wissen, warum meine Schwägerin lügt. Meine, mach dir jetzt nicht ins Hemd und pass auf. Gut, von hier kann ich gar nichts machen. Warte, gleich, warte. Jetzt? Warte. Jetzt, komm. Jetzt? Gib mir das Zeug. Mach voll, schnell. Anwältin Eileen Minner weiß noch nichts von dem Gefängnisausbruch ihres Mandanten. Sie sucht unterdessen die 17-jährige Mila auf, um zu erfahren, ob Tante Eva ihr das Foto von dem mutmaßlichen Liebhaber ihrer Mutter gezeigt hat. Welches Foto? Sie hat dir noch kein Foto gezeigt mit einem Mann? Nein, hat sie nicht. Und zwar, kleinen Moment, ich spreche von diesem Foto hier. Schau mal. Also, den Typ selbst kenne ich nicht, aber ich glaube, das Bild habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das war sogar bei Eva auf dem Laptop. Also, ich war oben bei ihr und dann in der Wohnung. Und sie hat mich halt nicht gleich bemerkt. Und als sie mich bemerkt hat, hat sie komplett hektisch den Laptop zugeklappt. Und ja, ich dachte halt erst, irgendwie, sie hätte mit einem Typen oder so geschrieben und möchte nicht, dass ich das mitbekomme. Aber sie war danach so komisch drauf und deshalb ist es bei mir auch so hängen geblieben. Sag mal, hast du sie mal darauf angesprochen? Nein, also Eva und Männer, das ist so eine ganz eigene Geschichte. Aber was ist denn mit dem Typen? Das Foto wurde der Polizei anonym zugespielt. Und deine Mutter soll angeblich eine Affäre mit diesem Mann gehabt haben. Also dein Vater bezweifelt es und ich bezweifle es auch. Also meine Mama hatte garantiert keine Affäre. Ich meine, mein Dad und meine Mom, die haben rumgeturtelt, wie wenn die frisch verliebt wären. Wie gesagt, ich glaube das ja auch nicht, dass die zwei eine Affäre hatten, aber weißt du was? Du hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Darf ich vielleicht mal deinen Laptop benutzen? Ja klar, bitteschön. Anwältin Eileen Minner will schnellstens herausfinden, wer der Fremde auf dem Foto ist. Dazu hat sie das Bild eingescannt, auf einem Stick gespeichert und kann es jetzt in einer Bildersuchmaschine laden und vergleichen. Das gibt's nicht. Das ist er doch, oder? Guck mal, wie heißt er? Er heißt Erik und ist Fitnesstrainer in San Francisco. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass deine Mutter den Mann auf dem Foto persönlich kennt. Krass, aber das heißt doch dann, dass Eva das Foto der Polizei zugespielt haben muss. Aber wieso sollte sie sowas tun? Das weiß ich im Moment auch nicht. Aber ich meine, ganz offensichtlich hat deine Tante ja ein großes Interesse daran, dass dein Vater noch länger in U-Haft bleibt. Wieso will Eva, dass Papa im Gefängnis bleibt? Ich meine, vielleicht war sie das, obwohl ich mir das echt nicht vorstellen kann. Ich meine, was läuft hier eigentlich? Tschüss. Dankeschön. Minna, hallo? Ja, na klar. Doch, das müsste ich schaffen. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass das Foto mit der Nachricht nur eine von Frau Jeske falschgelegte Spur war. Und zwar mit dem Ziel, meinen Mandanten zu belasten. Sie möchte anscheinend, dass Herr Schmitz für einen Mord verurteilt wird, den er nicht begangen hat. Ihr Verhalten muss sie mir auf jeden Fall noch erklären. Doch bevor sie das tut, treffe ich mich jetzt erst mit dem Privatdetektiv. Denn er rief mich gerade an und bat mich um ein sofortiges Treffen. Privatdetektiv Klaus Stiel hat in Simones Umfeld recherchiert und ein Geheimnis entdeckt. Hallo, ich grüße Sie, Frau Minner. Hallo, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt erzählen Sie mal, also, was gibt's denn Neues? Ja, Folgendes. Ich habe im Umfeld von der Simone Schmitz recherchiert. Und bei meinen Recherchen bin ich auf eine ältere Dame gestoßen. Die kennt die Simone Schmitz etwas flüchtig. Und diese ältere Dame hat die Simone Schmitz regelmäßig bei Arztbesuchen gesehen. Das heißt, die Frau Schmitz war krank? Nicht nur das. Sie war todkrank. Sie hatte ALS. Das wurde vor 3 Monaten diagnostiziert. Oh Mann, das ist ja wirklich eine der schlimmsten Krankheiten, die man überhaupt nur so haben kann. Mhm. Ich meine, müssen Sie mal überlegen, letztendlich sind Sie ja Gefangene im eigenen Körper. Die Muskulatur funktioniert nicht mehr richtig und irgendwann versagt dann auch die Atmung. Ja, das ist eine harte Diagnose, die wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Ach, die arme Frau.
Und dann noch was, was Sie mit Sicherheit noch interessieren könnte. Die Schwester von der Simone Schmitz, die wusste, dass Simone Schmitz krank war. Denn sie hat sie regelmäßig bei den Arztbesuchen begleitet. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe die Frau Giske nicht. Warum verschweigt sie mir, dass Frau Schmitz krank gewesen ist? Warum will sie mir stattdessen weismachen, dass Frau Schmitz eine Affäre gehabt hat? Tja, das bekommen wir. Ich verstehe es nicht. Die Frau gibt mir wirklich Rätsel auf. Kleinen Moment mal bitte. Entschuldigung. Kein Problem. Minna, hallo? Die bitte? Alles klar, ich kümmere mich drum. Das war gerade meine Assistentin. Der Herr Schmitz ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Was? Ganz ehrlich, ich kann mir auch schon vorstellen, wo er hin ist. Na, dann kommen Sie. Bringen Sie. Danke. Matthias Schmitz saß 4 Tage unschuldig im Gefängnis. Er soll seine geliebte Frau ermordet haben. Der Familienvater glaubt, dass seine Schwägerin Eva Jeske ihm den Mord in die Schuhe schieben will. Nach seiner Flucht aus der U-Haft versucht Matthias von seiner Schwägerin ein Geständnis zu erzwingen. Anwältin Eileen Minner und die Polizei kommen gerade noch rechtzeitig. Jetzt sag mir endlich die Wahrheit! Herr Schmitz, du weißt ganz genau. Herr Schmitz, ganz ruhig, Waffe ablegen. Okay. Legen Sie die Waffe ab, Herr Schmitz. Okay, alles gut. Ganz gut. Herr Schmitz, bitte, ganz bitte, alles gut. Okay, ganz gut. Ich leg sie hier hin. Ja? Ich leg sie hier hin. Alles gut, Herr Schmitz. Leg sie hin. Und die Waffe? Ist okay. Und du sagst mir jetzt die Wahrheit. Du weißt ganz genau, dass ich Simone nicht erschossen. Warum bleibst du nicht bei der Wahrheit? Weil du das Haus haben willst, oder was? Nein, was das war total anders. Das war ganz anders, Matthias. Herr Schmitz, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich habe genug Beweise gesammelt. Ich kann nachweisen, dass Sie unschuldig sind. Ja? Aber Frau Jeske, jetzt mal zu Ihnen. Jetzt sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Wie ist denn nun seine Frau gestorben? Mann, Simone hatte ALS, Matthias. Die war sterbenskrank. Die hat Schiss gehabt, dass sie eine Belastung wird für ihre Umwelt, für alle. Die wollte sterben. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich versucht, sie davon abzuhalten. Aber es war ihre Entscheidung. Warum hatte sie mir denn darüber nie was gesagt? Ja, sie wollte dich und Mila doch damit nicht belasten. Sie wollte nicht, dass ihr seht, wie sie sich quält. Sie wollte, dass ihr sie so in Erinnerung behaltet, wie sie war. Das erklärt aber immer noch nicht. Warum wollten Sie uns weismachen, dass seine Frau eine Affäre hat? Ich dachte, du schmeißt mich aus dem Haus. Und ich dachte, du nimmst mir Mila weg. Und deswegen hast du mich in den Knast gebracht? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Sag, Eva, das ist nicht wahr. Ja, ich wollte das, das glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe auch voll die Gewissensbisse gekriegt. Aber ich war an einem Punkt, ich kam auch nicht mehr zurück. Was sollte ich denn machen? Ich kann nichts machen. Und dann haben Sie gedacht, er stört. Ja. Aber ich meine, das Motiv ist doch wirklich mehr als zweifelhaft. Meinen Sie nicht auch? Ja, ich weiß, dass das falsch war, aber ich... Mann, was soll ich denn machen? Ich hatte überhaupt gar keine Wahl. Sie hatte das schon vor und hat... Ja, konnte dann nichts mehr machen. Sie wollte sich selber umbringen. Sie wollte sich erschießen und dann hat sie... Konnte sie nicht mehr, weil sie am Zittern war, weil sie krank war und... Du hast sie erschossen, ja. Aber ich habe sie geliebt. Über alles. Ich denke, das reicht jetzt. Ich denke, Sie können sie jetzt mitnehmen. Ja. Ach, ich habe noch ein... Simone hat ein Abschiedsvideo gemacht. Das liegt noch oben in meine Schublade. Sie kommen jetzt mal mit uns mit. Das können Sie dann alles in Ruhe erzählen. Ich danke. Ich hatte die Hoffnung schon fast verloren. Aber zum Glück konnte meine Anwältin meine Unschuld beweisen. I'm coming home, I'm coming home. Matthias wird aus der U-Haft entlassen. Anwältin Eileen Minner begleitet ihn zu seiner Tochter Mila nach Hause. Die Halbwaise ist überglücklich, dass sie ihren Papa wieder bei sich hat. Gleich wird die 17-Jährige die ganze Wahrheit über ihre Mutter erfahren. Und deswegen hat sie sich das Leben genommen. Also hat Mama sich doch selbst umgebracht. Richtig. Und Eva hat Sterbehilfe geleistet. Und niemand wusste davon. Die Mama hat uns ein Video hinterlassen. Abschiedsvideo. Meinst du, das schaffst du? Dann würde ich sie jetzt mal gerne allein lassen, dass sie sich das gemeinsam mit ihrer Tochter anschauen. Mina. Ja? Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich. Na klar, mein Job. Ich danke Ihnen. Sie finden raus? Ja, Mila, alles Gute, ja? Dankeschön. Und tschüss. Tschüss. Wollen wir anschauen? Dann setz dich mal. Matthias.
was ich euch jetzt sagen möchte, fällt mir nicht leicht. Ich habe vor kurzem die Diagnose einer unheilbaren Krankheit bekommen. ALS. Ich weiß, ich hätte mit euch drüber reden können. Ich wollte das nicht tun. Ich möchte, dass ihr mich so in Erinnerung behaltet. Die Zeit, wo wir immer so glücklich waren. Deshalb habe ich mich entschieden, dem Ganzen ein Ende zu machen. Ich weiß, ihr schafft das. Bitte verzeiht mir. Matthias' Gefängnisflucht war nicht strafbar, da niemand zu Schaden kam. Das Verfahren wurde eingestellt. Wegen Tötung auf Verlangen, falscher Verdächtigung und Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft wurde Eva Schmitz zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.